Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Heute vom 13. Tag hier vom GR 131 und ich darf euch ganz, ganz herzlich begrüßen von meiner Lieblingsinsel, von La Palma. Ja, Freunde, total geil, super geil. Ich muss euch einfach mal kurz was dazu erzählen. Also ich bin gestern Abend hier auf meiner Lieblingsinsel angekommen und habe mir direkt nochmal ein Zimmer genommen. Und zwar habe ich das günstigste Zimmer genommen, was ich hier gefunden habe. Und das war in diesem Hotel da vorne. Und das hatte sogar mehr Blick. Ich zeige euch nochmal so einen Ausschnitt. Ist der Hammer, oder? Das ist der Hammer. Freunde, und ich freue mich so sehr, ich freue mich wirklich so sehr, dass ich wieder hier bin. La Palma ist wirklich hier drin. Total geil. Ich finde das einfach mega hier. Freunde, und ich freue mich so sehr, dass ihr eingeschaltet habt, um mit mir hier über die Insel zu laufen. Und Freunde, hier ist es richtig steil. Richtig steil bedeutet, wir gehen rauf auf den Roque de los Muchachos. 2400 ein paar zerquetschte Meter vom Meeresspiegel aus müssen wir hochlaufen, aber so weit sind wir noch nicht. Freunde, ich befinde mich aktuell hier in der Hauptstadt Santa Cruz de La Palma und der Hafen ist ungefähr da vorne. Ich mache euch mal von hier aus eben schnell ein Bild rein. So, also der Hafen ist da vorne und Freunde, wir müssen jetzt eigentlich erstmal auf die andere Seite der Insel. Wir sind quasi hier auf der Ostseite und jetzt müssen wir gucken, wo ich die Busverbindung herbekomme, dass wir einmal quer über die Insel fahren, denn der Trail startet unten am Strand von Tazarcorte. Ja, und jetzt lass uns einfach mal ein bisschen durch die Stadt gehen. Und dann gucken. Und ihr kommt mit, natürlich. Ne? Heute ist es super geil.
Und ihr fragt euch, warum ich immer diese Balkongärten gefilmt habe. Ganz einfach, ich meine, es gibt sogar einen extra Menschen, ich glaube, der ist sogar ein Deutscher, der bepflanzt diese Balkongärten. Das ist quasi sein Job. Ich meine, ich glaube, in WDR Wunderschön habe ich das, glaube ich, mal gesehen. Mega, also ich, das ist total toll. Ich finde es mega klasse hier. Geil. Freunde, sag mal, was ist das denn? Geil. Alter, geil. Leute, das ist geil. Das ist geil. Ja, ich komme ja schon. Sorry, bei sowas blüht mir das Herz immer auf. Wir haben die Busstation gefunden. Hier sind wieder die Guaguas unterwegs. Und wir müssen die Linie 300 nehmen. Und dann geht's einmal quer über die Insel. Freunde, wir sitzen hier gerade im Bus und wir müssen jetzt erstmal nach Los Llanos, um dann umzusteigen nach Tazacorte. Und Freunde, ich freue mich so sehr, wieder hier zu sein. Richtig cool, richtig cool. Wir sind angekommen, noch nicht in Tazacorte, sondern in Los Llanos. Und jetzt müssen wir, glaube ich, eine gute halbe Stunde warten, bis der nächste Bus nach Tazacorte fährt. Und chill mich irgendwo hin. Und Leute, ich finde es einfach so geil, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie geil diese Insel ist. Also, und wie krass schwer die Etappe wird. So, Freunde, kurz habe ich mir überlegt, solange ich warte, ungefähr eine halbe Stunde habe ich Zeit. Da ist der Busbahnhof. Und hier ist Lidl. Und ich kaufe mir nochmal so ein, zwei Sachen ein für die bevorstehenden Tage. So, Freunde, wir sind in Tazacorte angekommen. Wir befinden uns gerade auf dem Marktplatz und hier werde ich jetzt erstmal mein Essen so ein bisschen rationieren, abpacken, aus der Verpackung rausnehmen, überflüssigen Müll wegschmeißen und dann müssen wir uns noch irgendwie Wasser besorgen. Ja, und das ungefähr grob in dieser Reihenfolge. Hier noch ein bisschen Sightseeing vom Marktplatz. Das war, ich denke mal, das, keine Ahnung, der Brunnen. Und wir müssen jetzt in die Richtung runtergehen. Und da habe ich gerade schon was gesehen. Also, kommt mal mit mir mit. Und zwar ist hier eine Straße abgesperrt. Hier stehen ein paar Oldtimer und ein paar, weiß ich nicht, Rallycross oder, nee, das ist Rallye-Fahrzeug. Keine Ahnung, auf jeden Fall sehr cool. Und Freunde, den finde ich besonders cool, denn das war mein erstes Auto. Natürlich nicht so, das ist ein Peugeot 205. Richtig geil, ich finde die Kiste immer noch richtig geil. Aber genug mit Autos. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Strand, Leute. Leute, das sind alles Bananen. La Palma ist bekannt für seine Bananen. Plantagen. So, wir gehen weiter.
Freunde, ich bin glücklich. Ich bin so glücklich. Ich habe es geschafft. Ich habe ja noch gar nichts geschafft hier, aber ich habe es geschafft, hier zum Ausgangspunkt zu kommen. Ich gehe gleich, hüpfe gleich nochmal ins Wasser und dann geht der Trail und dann hole ich mir gleich noch Wasser und setze mich nochmal ganz kurz hin. Und dann startet der Trail hier. Irgendwo hinter den Gebäuden geht es dann ab, steil bergauf, vom Sea Level rauf auf 2,4 irgendwas. Und das ist so geil. Ist so geil. Ich finde das hier so geil. Das ist genau meine Insel. Merkt man gar nicht an, ne? Merkt man mir gar nicht an. So, jetzt hüpfe ich erstmal ins Wasser. Freunde, das ist einfach zu geil. Das ist einfach geil. Schön der schwarze Strand. Und hier im Wasser eine schöne Abkühlung, bevor es gleich super anstrengend wird. Und ja, das Schöne ist, hier vorne ist noch eine Dusche. Da kann ich mich nochmal mit Süßwasser eben abduschen. Und dann ziehe ich mich wieder an. Ja, dann geht's weiter. Wasser müssen wir noch kaufen. Und ich wollte mich noch einmal im Restaurant eine Kleinigkeit essen. Und was sagt ihr eigentlich zu meiner Badehose? Ist das mal geil? Okay, Freunde, ich mach mal eben. So, wir Lieben, wir sind fertig. Aber frisch gemacht wieder. Und jetzt gehen wir hier vorne und gucken, wo wir unsere Batterien aufladen können. Die meisten sind ja schon voll. Ich will das Handy nur einmal kurz nachladen. Alles klar, meine Lieben. Ich habe mich jetzt hier in ein Restaurant begeben und habe wieder gefragt, ob ich innen sitzen kann, damit ich mein Handy aufladen kann. Und jetzt gibt es erstmal leichte Kost, denn ich muss ja gleich noch ein bisschen hoch und das wird richtig hart. Und ich lade ein bisschen das Handy. Essen wir einen schönen Salat und dann kaufen wir noch Wasser und dann geht's versprochen los. Okay? Aber jetzt lasse ich es mir erstmal schmecken. So, also nochmal leicht gestärkt mit nicht zu vollem Magen. Jetzt gehen wir nochmal in den Spar und dann, wie versprochen, geht's los. Und nein, Freunde. Muss ich immer so eine Challenges machen? Jetzt habe ich insgesamt 3, 6, 7,5 Liter Wasser. 7,5 Kilo mehr. Das muss für die Zeit ausreichen. Okay, packen wir es an. Wupp! Freunde, ich habe gerade vergessen, das Mikrofon anzuschließen. Also, das Wasser, das verpacke ich hier in meine Everclean Water Storage Faltflasche. Wenn die alle sind, sind die super klein, habe ich keine klobigen Flaschen mit dabei. Ich packe zusätzlich nochmal an beiden Seiten eine Flasche Wasser hin. Vorne fülle ich aus, der Rest kommt im Rucksack. Und dann, Freunde, wird das ungefähr die Menge sein, oder muss die Menge sein, die ich für die Überquerung des kompletten Wegs auf La Palma mit den 2,4 Anstieg sofort knallhart. Und also mehr Höhenmeter insgesamt in der ganzen Etappe, aber was ich dafür benötige. Ich hoffe, das reicht. Fingers crossed. Ich traue mich irgendwie nicht. Warum mache ich eigentlich mal diesen Scheiß? Warum ist Wasser immer so schwer? Okay, wenigstens, also das Gute, Freunde, ist, dass es bergauf geht. Das ist eigentlich... Aber dann hast du nicht so eine Schläge in deinen Knien drin, wie wenn es nur bergab geht. Von daher, wir gehen zum Startpunkt.
zu freuen. Und tatsächlich, ihr müsst hier wirklich an die Restaurants rangehen. Hier sieht er den Strand. Wir sind tatsächlich auf Sea Level. Und hier geht er los. Gehen wir mal kurz hin. So, pass mal auf. Hier steht er. GR 131. Ja. Und hier startet er. Und das erste ist, wir müssen jetzt ca. 400 Meter, Höhenmeter, auf die nächste Ebene, wo die Autos noch fahren. Ja, und dann geht's weiter. Und da guckt mir jemand zu sich gerade. Hallöchen. Ja, wer bist du denn? Tschüssi. Und los geht's, Leute. So, hierfür habe ich mir extra mein Stöckchen rausgenommen. Weil das wird jetzt hart. Jetzt geht's eigentlich nur bergauf. Los geht's. Das ist brutal, Leute. Mit so viel Wasser. Boah. Also wenn jemand einen verspannten Nacken hat, so viel Kilo hinten am Rücken, das zieht die Schultern schön gleichmäßig gerade runter. Da hast du keine Verspannung mehr. Oh, da hast du Dehnung, hast du da. So, meine Lieben. Nochmal für euch. Da unten sind wir gerade losgelaufen. Das ist quasi, gehört zu Tazacorte. Das ist so der Puerto de Tazacorte. Tazacorte befindet sich eigentlich da. Und ein Stückchen weiter höher, da befindet sich Los Llanos. Und der Vulkan, der ausgebrochen ist. Ich mache das mal größer. Zack. Da seht ihr ihn. Und tatsächlich qualmt er immer noch ein bisschen. Ganz, ganz wenig. Und schaut euch mal an, was der verursacht hat. Wahnsinn, oder? Okay, gut. So, Freunde, es geht weiter. Ein bisschen weiter höher. Ein bisschen ist gut. Jetzt verläuft der Trail erstmal hier durch so ein kleines Wohngebiet, das ist nicht das richtige Wort. Durch so ein paar wahrscheinlich Residenzen, ein paar Ferienanlagen, ein paar kleine, süße. Und es kann nur leichter werden. Ich schwitze Wasser aus, das verdampft. Ich trinke Wasser leer, das Gewicht ist weg. Die Badesachen trocknen, es wird immer leichter. Es dauert noch ein bisschen. Aber es ist einfach so, so geil. So, wir sind jetzt hier am Mirador El Time angekommen. Das ist für die meisten so das Ziel hier, wenn sie aus Tazacorte hochlaufen. Da hat man auch eine schöne Aussicht auf das Tal, aber Leute, wir haben später und morgen und haben wir eine noch viel, viel geilere Aussicht. Und Freunde,
warum ich diese Insel so cool finde. Ich war mit meiner Frau auch mal hier und wir haben irgendwo da hinten gewohnt. Irgendwo da hinten. Und Freunde, was gibt's Geileres, als jeden Tag so einen Sundowner zu sehen? Das ist der wirklich absolute Wahnsinn, Freunde. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir gehen jetzt da vorne hin, denn der Trail, der folgt jetzt stetig so einem Bergkamm immer in diese Richtung und immer stetig bergauf. Theoretisch sind es ja nur noch 14,9 Kilometer. Aber noch 2000 Höhenmeter. 400 haben wir schon. Check. So, Freunde, nochmal ganz kurz fürs Protokoll. Hier kann man schon gut unsere Streckenführung sehen. Also, wir gehen quasi jetzt hier immer so die Richtung hoch. Das heißt, wir werden diesen großen Berg da auch passieren. Dann knickt es ein bisschen nach links ab, macht so einen halbmondförmigen Bogen irgendwann. Ganz oben angekommen, der Roque de los Muchachos. Danach laufen wir auf dem Bergkamm. Den sieht man da ganz gut. Da laufen wir immer weiter, gehen ein Stückchen runter. Immer weiter, wieder hoch. Und die laufen die Ruta des Los Volcanos. Also ganz viele Vulkankrater sind da. Da laufen wir runter. Wir enden aber nicht hier an der Westseite, sondern wir enden straight hinten in der direkt am südlichsten Punkt. Das ist der Weg. Richtig geil. Leute, ich liebe das hier. Super geil. So, meine Lieben, wir laufen jetzt immer höher. Ich glaube, viel mehr Häuser sind jetzt hier nicht oberhalb. Und ich will eigentlich auch gar nicht mehr so weit gehen. Da gibt es so einen Aussichtspunkt. Und ich meine zu wissen, dass da so ein bisschen ebener ist. Und da sind wir so ein bisschen geschützter in den Wald. Und da, glaube ich, werde ich mein Lager aufschlagen. Es ist ja auch schon gleich dunkel, wie ihr seht. Oh, jetzt sind wir da auch noch hoch. Puh. So, meine Lieben, ihr könnt mich jetzt leider nicht mehr sehen. Ich möchte mich von euch hiermit verabschieden. Ich bin zu lange noch im Dunkeln gelaufen und hier ist überhaupt gar kein Licht. Aber ich habe einen super Überblick über Los Llanos. Und Freunde, vertraut mir, ich habe einen richtig geilen Schlafplatz und morgen früh zeige ich euch mehr. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, für euer Interesse. Und Freunde, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Also,
Freunde, ich wünsche euch eine gute Nacht.